Ein wunderschönes herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil. Heute geht es weiter mit Ghost of Tsushima. Es ist mir ein Fest, dass wir uns wieder hier eingefunden haben und ein bisschen weiter zocken. Die Uhr läuft und wir sind genau hier stehen geblieben beim Norio und den Mönchen. Und jetzt heißt es sprechen. Damit viel Spaß. Is anyone hurt? We're all right, my lord. Where is Hochi? A different group took him. Norio. They knew Hochi's name. And they mentioned Cedar Temple. Lord Sakai. Why would they separate Hochi from the rest? He's the most skilled healer. They might have plans for him. He also likes to argue. You think he angered them? Know him, Hochi? Yes. Don't jump to conclusions. First, we need to track him down. Give me time to figure out where the Mongols took him. I'll meet you at Akashima village. We'll find him, Norio. Also unser Jin Sakai ist auf jeden Fall auch ein eiskalten Motherfucker, ne? Der hat nie Mimik, oder? Das haben sie vergessen zu programmieren. Der ist stone cold, Alter, ehrlich. Talisman der Resistenz, zum Beispiel das Ding. Verringert sämtlichen Schaden um einen mittleren Wert. Ist eigentlich gut. Wo können wir den reinmachen? Eigentlich hier, ne? Der ist Silber. Also, mittlere Erhöhung des Fallschadens. Erhöhung des Nahkampfschadens. Machen wir Fallschaden weg. Die Resistenz 2 war das, naja. Bisschen mehr Def. Falls ich mal wieder verkackt, weißt du. Oh, guck mal, hier ist auch direkt Sensei. Dann direkt zu Sensei, würde ich sagen. The refugee camp. Sensei Ishikawa said he'd meet me here. Lager der Überlebenden. Da ist ein Händler, da vorne ist ein Fallensteller oder so. Oh, der Sensei ist nicht hier. I'm looking for a samurai, an archer. The Sensei headed toward the coast. He said you should catch up with him to join the hunt. And you'd know what that meant. Ja, ich weiß, was das means. Suche östlich des Lagers nach Ishikawa. Osten? Ja, okay, ist markiert. Easy. Ich weiß nicht, ob du Kage bist, ne? Aber du bist jetzt meine Kage. Und was sieht mein schlecht sehendes Auge denn da hinten? Ist das nicht so ein komisches Gebetsding, wo man zweimal klatschen muss? Da sind nur Mongolianers. Ach, du bist auf jeden Fall nicht meine Kage. Meine Kage wäre hier durchgeschwommen. Oh fuck, die haben eine Geisel, Alter. Wie sollst du die denn approachen? Das ist ziemlich schwierig. Also den kann ich headshotten. Sehen die mich im Wasser? Wie schnell sehen die mich im Wasser? Okay, geht. Keiner geht. Boah. Keiner geht auf die Geisel, oder was? Ha. Ja, ich helfe dir, keine Sorge. Samurai who stormed Castle Kaneda, the savior of Lord Shimura. Thank you, my lord. I was captured when the Mongols took Fort Imai. They needed an outpost. Easy access to the coast, well positioned to supply their forces in Otsuna and Umugi. They broke through the fort's wall, slaughtered everyone hiding inside. I'll avenge them, find somewhere safe.
Okay. So, ich glaube, das ist doch so ein Ding, wo man beten tun muss. Säule der Ele, sag ich doch. Ah, genau, wir kriegen neuen Waffenskin. Oh Gott, das ist ein Pelz, oder? Das ist mit Pelz. Ich sag mal zuerst, was ich gut finde. Und jetzt, was ich schlecht finde. Den ganzen Rest. Alter. Mann, ey, ich sehe nämlich so nach geiler Rüstung und geilen Waffen. Aber, also eine Rüstung haben wir vor uns, die natürlich echt vielversprechend ist. Ich hoffe, da wird sich auch bestätigen. Die von der Hauptquest, die wir in der letzten Folge da entdeckt haben. Aber da dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Junge, guck dir das an, wie das aussieht, Alter. Boah, richtig pervers, ey. Oh Junge, da wird mir ganz kribbelig, ehrlich. Das sieht richtig geil aus, ey. Verdammt, Junge, du bist kacke, oder? Doch, du bist kacke. Du lässt Ishikawa zurück. Hä? Sensei Ishikawa is in trouble. Okay. Geiler Move, wenn man so abspringt, ey. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Cool. Ja, Moment, ich komme so vor, ich brauche Pfeile. Jo, ah, hier sind Pfeile. Danke. Was geht ab, Junge? You're wounded. I'll survive. You should have waited for me at the camp. I had a lead on Tomoe. I couldn't risk losing her. Were those her archers? One of them shouted my name. More on the way. Also ja. Tend to your wound. I'll take them. Okay, wir haben jetzt gerade ziemlich oft Prio. Oh, schade. Oh! Dich habe ich spät gesehen, ey. Er wartet, bis ich hervorkomme, ey. Bist du ein Drecksack, ey. Sei froh, dass du keine Ehre kriegst, beziehungsweise nicht. Not bad, okay. Danke. They had you surrounded. Tomoe taught them well. That's not why they outmaneuvered you. If you have an insight, share it. You didn't notice them because you were too focused on finding Tomoe. Even I make mistakes, Sakai. No, you don't. Except with her. Hmm. We should get moving. Okay, wohin? Zu Tomoes Lager. Ja, das wäre ja auch mal endlich eine Genugtuung, wenn die dann auch endlich da wäre. Die verfolgen wir auch schon seit ziemlich Anfang des Spiels, ey. What do you know about the camp? Archers, for the most part. Tomoe has been seen with them on raids all over Akashima. She won their trust. She's a useful tool to divide and conquer, for now. Tomoe betrayed you before she sided with the Mongols. But you never told me exactly what happened.
to use my teaching to help a band of assassins. They paid well. It still doesn't explain why she attacked you, Zachary. How does a samurai deal with an assassin? You retaliated and attacked her. I dealt with Tomoe as I would any common murderer. She was your student. I don't make exceptions, Zachary. First, Hironori Nagao. Now, Tomoe. Don't be the next to disappoint me. What's that ahead? They hunt people for sport. Not sport. Practice. They're ruthless. Indulging violence weakens the warrior. Like too much food or drink. You said Tomoe traveled to your dojo to study. What did she do before that? Her mother belonged to a merchant family. Auf einmal ist es dunkel. She never knew her father. Why do you ask? Killing is not learned overnight. Even for a prodigy with a bow. She was born with a taste for bloodshed. More of Tomoe's work. Their archers hunt the people of Akashima like dogs. Tomoe and her allies are too hungry for violence. A killer masters a weapon. A samurai masters himself. You've devoted your life to mastering the bow. To the bow, yes. Not to killing. Now you're splitting hairs. I've tied a wounded man to my horse with a bowstring. Used an arrowhead to cut meat when I had no knife. You're saying a bow is more than a weapon. And a samurai is more than a killer. Richtig weise sind die alle. Das ist genau mein Schlag hier. We can't win Tomoe back. We have no choice. We have to kill her. I trained her. I share the blame for her actions. I will end this. You only share the blame if you encouraged her thirst for violence. I made her my student. I should have seen the darkness in her. You didn't see it, and that scares you. It bothers me. We're nearly there. We'll approach this like Fort Nakayama. Observe the camp, look for weaknesses. Make a plan of attack. That's right, Sakai. Look twice and shoot once. We will go on foot from here. Und wieder mal geil synchron abgestiegen, ey. I hear them. Yo, ich sehe sie. Definitely a camp for training archers. Okay. Spähe das Lagerhaus. Wie geht denn noch? Ah, hier. Mongolian style archery. A hybrid. Tomoe is teaching them. Training to fight samurai. We will give them more to learn. We take the camp. Then find out where she is. The moment you attack, my arrows will strike home. Okay. Ich würde sagen, erstmal quiet rein und dann mal gucken, wo es hinführt. Ja, der sieht mich ja safe, wenn ich den jetzt da weghole. Hat einen Helm? Trägt der einen Helm oder was? Schlechter Schuss. Hui, sagt er. Ach, guck mal, so kann man die aber auch. Kann man halt auch einmal die Aufmerksamkeit wegziehen, ne? Okay, er entdeckt mich. Warum? Ja. Komm. Das reicht mit Quiet, würde ich sagen. Hoi! Hoi!
Ah, okay, die haben mich nicht entdeckt. Ah, interessant, interessant. Die trainieren aber jetzt einfach ganz easy weiter. Okay, das checken sie auch nicht. Ja, das sind auf jeden Fall sehr gut geeignete Menschen für Bogenschützen. Wenn die mich hier da jetzt nicht gesehen haben. Komm, wir holen den und fertig. Oh, man kann doch nicht manchmal direkt parieren. Dann ist er doch noch in einer Animation drin. In einer Anomalie drin, würde ich sagen. Bio. Oh, er ist wieder so einer. Oh, Mann, ey. Danke. Let's make sure. Look around. Kehre ins Trainingslager zurück. Gehört das nicht mehr dazu, oder? Durchsuche das Lager nach Spuren von Tomoe. Japanese bows and targets. Delivery locations all over Toyotama. She's setting up more training camps. One in Otsuna, another in Kushi. And more planned. Okay. A message in Japanese. What does it say? Great Khan, conqueror of Tsushima. Before the year is over, your archers will know all I do about killing samurai. And I will deliver the heads of Sensei Ishikawa and Jin Sakai. Oh! Tomoe was here. I gave her everything. And she threw it away. She's a threat. There is only one way this ends. I know what must be done. Knowing and doing are different. You are questioning whether I am samurai? Tomoe was my greatest achievement. But if I must, I will destroy her to save this island. That is my duty. Ehre. The list we found. We will use it to track down the other camps. And we will end Tomoe's treachery. Sakai! You are a fine warrior. You could become a great leader. But do not question my integrity again. Aber ich muss auch sagen, da stimme ich dem Lord Sakai zu. Ne? Ich habe ein bisschen Zweifel, dass wenn er drauf ankommt, der Sensei vielleicht nicht den richtigen Move machen würde bei der Tomoe. Ne? Ich glaube, die ist noch zu deep in sein Herz. Talisman der Präzision. Können wir uns ja mal angucken. Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Nee. Okay, hier gibt es noch Loot. Gibt das hier jetzt sonst noch was oder? Obviously not, dankeschön. Dann sind wir wieder direkt in der Nähe von was? Unten Fragezeichen ist auch direkt da. Natu und der Sake-Händler. Sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Oh, warte mal, hier war sowas, ey. Ja, pass auf, erst das Fragezeichen und dann der Sumpffelsschrein. Können wir dann direkt hinreisen. Kage! Komm ran, und dann tue ich mich nie wieder. Wo ist der Wind? Ja.
Da sind wir auch schon da. Befreie die Numata-Siedlung. Okay. Nichts leichter als das. Oh, wir können mal wieder herausfordern. Warte mal. Besiege die Mongolen, erlange das gestohlene Eisen, stelle den Lagergeneral und töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Ja, okay. Ja, das muss ja jetzt nicht der erste sein, also. Können wir erstmal ganz normal quiet wieder vorgehen, ne? Gucken, wie lange das diesmal funktioniert. Und herausfordern können wir theoretisch dann immer noch. Erstmal ein bisschen scouten die Bude hier. Geile Mucke. Oh, das soll japanesisch sein, oder was? Also, ich hab dann anders gelernt. Oh. Dich hab ich gar nicht gesehen, ey. Oh, der hätte sitzen müssen, weißt du, der war schwierig, weil er trägt halt Helm wie ein Nudel. Aber da ist doch kein Japanesisch, oder? Kann ich jetzt noch herausfordern? Dann einfach straight rein, scheiß drauf. Hoi! Komm her, guck mich. Nice, da haben wir den Kill schon mal. Oh, jetzt haben wir natürlich auch alle hier, ey. Zwei dicke. Scheiße. Wie er am Dancen ist mit der Axt, ey. Next. Oh, Scheiße. Oh, wieder zu spät, Mann. Du jetzt oder was? No, tritt er mir erstmal ins Gesicht, ey. Nice! Endlich mal wieder der Move, ey. Komm her. Ach man, ich verkack's auch immer wieder bei dem, ey. So, also wir mussten auch hier ziemlich viel machen jetzt, ne? Stahl finden und so eine Kacke. Vorräte. Oh, hier leben auch noch welche. Wo war da jetzt gerade noch einer? Irgendwo stand hier doch noch einer. Könnte sein, dass das der war. Oh, der da hinten.
Ich weiß halt nicht, ob da mehr ist, sonst würde ich jetzt straight auf ihn zurennen. Oh, hallo. Warte mal, man konnte doch wechseln. Genau. Oh, krass, ey. Das ist auch eine geile Funktion. Oh, da kommt noch einer. Ach, leck mich, ey. Ins Gesicht. Noch ein. Und Dreier, jawohl. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Easy. Oh. Was kommst du denn her, ey? Banner zurückholen, Eisen. Das war auf jeden Fall jetzt so. Oh, hallo. Sorry. Ich hab dich echt spät gesehen, ey. Was ist mit hier Käfige aufmachen? Sind da welche drin? Hat dort jemand gesehen? Nein, ach. Eine Truhe, was ist drin? Vier Pfeile, natürlich. Deshalb kaufst du eine Truhe, weißt du? Deshalb kaufst du dir ein Safe. Kaufst du dir ein Safe, was tust du rein? Sechs Toastbrotscheiben. Oh, da ging er rein. So, lass die Falken los, ja, natürlich. Ja, selbst aufkommen können, ne. So, und dann noch Banner. Vier Banner brauchen wir noch. Mahlzeit. Erste Banner. Ich glaube, hier war ich schon, ja, hier war ich schon. Da hinten ist noch was. Da hinten ist alles, glaube ich. Hier waren wir auch noch gar nicht. Ich glaube, der hat schon wieder Ninga gesagt. Kann das sein, dass der Controller immer klimpert, wenn ich was pariere? Tatsächlich. Coole Sache, ey. Jetzt erst richtig wahrgenommen. Banner, nice. Zack, Eisen, zack. Immer noch jemand, ey. No. Ich hab doch pariert. Polizei. Da kommt die Polizei. Bio. Oh Mann, ich mal verzögern diese Speerpenner so dreckig, ey. Und dann verkacke ich das manchmal. Vorräte. Oh! Steht einfach einer drin, ey. Ist er tot? Tank Dwayne! Tank Dwayne! Oh, hallo! Oh, cooler Kill gewesen. Er kam aber auch wieder in das Zelt rein. Der. Literally 1,4 Sekunden vorher noch mit mir in den Zelt gekämpft, kommt wieder rein. Völlige Überraschung, dass ich da drin bin. Hat der überhaupt nicht mit gerechnet, dass der nicht die Waffe noch weggesteckt hat, ne? Der war richtig confident, ey.
Mein Gott, hier sehe ich. Ich kann halt auch immer wieder Stealth gehen. Ich vercheck das nur immer. Weil man würde ja schon meinen, bei dem Geschrei und der Abschlachterei, so was man dann immer so macht, wenn man kämpft, dass das dann wirklich jeder im Lager oder dann gecheckt hat, so. Aber es ist halt echt nicht so. Oh, scheiße. Er rennt halt zu dem dahin. Hat man nicht gesehen. Junge. Geht mir dann am Sack. Geiler Move, weil Mario viel zu selten. Infekt war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn gemacht habe. Oh, der ist cool. Noch ein Banana ist. Eins brauchen wir noch und einen Falken und dann müssen wir den Rest noch besiegen. Da ist der Falke. Eisen. Alter. Und dann macht er einen langen Schlag, ey. Geiler Kill. Ja, okay, ein verdammter Banner noch. Aber der wird mir auch schon da hinten angezeigt, das ist gut, ey. Das Banner oder der Banner? Schwierig. Nice! Haben wir alles. Okay, ich hoffe, er nimmt den Loot aus der Truhe noch mit jetzt. Also, wie lange kann man sich das jetzt angucken? Das war die Numata-Siedlung. Wir haben 5 Skill-Points. Ich sollte mal wieder checken. Aber das Problem ist, der Rest, den ich skillen kann, den benutze ich halt einfach nicht, glaube ich. Neue Techniken verfügbar. Oh, verdammt. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht anzeigen gedrückt. Ja, schön, danke. Die Geschichte von Iki. War das jetzt hier neu? Die Kampfhaltung oder was? Was hier? Nach erfolgreichen Herausforderungen stürmen 2 Gegner hinein, die mit einem Todesstoß ausgeschaltet werden können. Die Frage ist halt, lohnt sich das Herausfordern so? Weil jetzt habe ich mir zum Beispiel so ein bisschen angewöhnt, halt eher sneaky reinzugehen. Und offensichtlich kann man dann nicht mehr herausfordern. Deshalb lohnt sich halt das vielleicht gar nicht mehr. Und wenn du so überlegst, du kannst eigentlich immer ein bisschen sneaky halt vorgehen und dann kannst du ja easy mindestens 3 Gegner wie insgesamt bei dem Skill wegholen. So, deswegen... Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber auf der anderen Seite, wir haben 5 Skillpunkte. Also, das ist, glaube ich, für mich nur einer der usevolleren Skills. Verlangsame während des Zählens für einen kurzen Moment die Zeit, um präziser zu schießen. Ist eigentlich auch so eine Standard. So ein Standard-Move, ne, bei so Games. Finde ich äußerst hilfreich. Könnten wir auch mal im Kopf halten. Spüre entferntere Gegner auf, indem du noch konzentrierter lauscht. Habe ich bis jetzt kaum Gebrauch. Bewege dich schneller, während du das fokussierte Hören einsetzt. Ah, okay, dass du dann einfach die ganze Zeit halt den Spinnensinn anhaben kannst, weißt du? Und dann siehst du nämlich halt auch immer passiv alles mit. Das ist, also die Stufe ist, glaube ich, eine große Hilfe. Die erste wäre mir jetzt egal, aber die zweite würde ich doch gerne mitnehmen. Vor allen Dingen, weil ich den Spinnensinn auch sonst nie benutze und dann hat er endlich mal einen Use. Wir brauchen nur einen Skillpunkt, nehmen wir mit. Du siehst eine blinkende Aura um das Ziel eines Attentats, wenn seine Verbündeten durch seinen Tod alarmiert werden. Ah, okay. Ja, ich meine, im schlimmsten Fall kann man sich dann auch noch selber zusammenreihen, jetzt in dem Beispiel, ja. Man nimmt jetzt den Roten raus und da unten steht halt einer. Ja, dann würde ich den wahrscheinlich nicht killen. Also, war für mich jetzt auch noch nicht so
hilfreich. Bringe zwei nahe Ziele in schneller Folge um. Das könnte sehr, sehr nützlich sein. Bringe bis zu drei nahe Ziele in schneller Folge um. Ja, da gehen wir auf jeden Fall stark in die Sneaky-Richtung, in die Stealth-Richtung. Aber könnte sein, dass ich das als nächstes skille. So, was machen wir? Ach genau, das Ding hier. Können wir hin schnell reisen, sehr gut. Muss ich jetzt hier hin? Muss ich einfach nur nach oben da oder was? Da hoch? Das sah halt voll easy so aus, weißt du, aber ich glaube, das ist halt extra so. Vorräte. Blumen. Ich wollte auch sagen, das sieht so aus. Kannst du nicht hoch oder was? Ah, so. Aha, okay. Und so ergibt sich dann ein Weg. Da scheint man irgendwie hoch zu können. Hier kann man hoch. Die Frage ist, was ist hier noch? Jawohl, Cash. Kitsching. Dann hier hoch oder was oder wie? Oder wo oder was? Ah, hier. Oder gehe ich jetzt zurück? Könnte legit sein, dass ich zurückgehe. Ja, ich glaube, ich gehe zurück, weil hier soll ich runter, schätze ich mal. Hodel? Ne, okay, sieht doch wieder gut aus. Kitsching. Hui. Oder sind wir auch schon da? Okay. Ich fing an, mir ein bisschen Sorgen zu machen, dass ich hier mal hängen bleibe oder so, aber war dann doch easy. Klatschen. Muss er nicht klatschen? Talisman von Izanami, Talisman des Kamis von Leben und Tod. Sag mal her, die Kiste. Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50% deiner maximalen Gesundheit wieder. Ja, ich würde sagen, wir sterben nicht so oft, als dass ich das jetzt unbedingt brauchen würde, ne? Ich glaube, ich bin wirklich schon lange nicht mehr gestorben. Das einzige Mal, wo ich neu laden musste, war, glaube ich, weil eine Geisel gestorben ist. Ich glaube, also, brauchen wir nicht, ne? Bleibt jetzt überhaupt nicht nervig hängen, das mit Sterben. Was gibt das hier hinter noch? Hier leuchtet nämlich irgendwas, ja. Boah, what a sight. Boah, ja, gut, das sieht auch jetzt schon wieder heftig aus, ne, wenn die Sonne da hinten hochgeht, ey. Puh. Sorry, krass aussehendes Spiel auf jeden Fall. Lager der Überlebenden. Pass auf, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, pass auf, dann gehen wir doch hier hin. Kann ich hier hin schnell reisen? Ne, ich kann hier hin schnell reisen. Dann machen wir jetzt noch, versuchen wir mal noch, die zwei Fragezeichen abzufertigen. Da wird ein Lauf gegen die Zeit. Wir haben noch 2 Minuten. Okay, wird eng. Wird verflucht eng. Aber einen schaffen wir.
Und wir haben noch ein Lager. Das nehmen wir noch mal ganz kurz auseinander. So, pass auf. Jetzt kann ich ja Stealth vorgehen. Also pass auf, ich mach die Uhr schon mal aus, damit nicht mittendrin wieder irgendwann der Ecker bimmelt. Besiege die Mongolen. Mehr nicht. Das ist traurig. So, wir können halt jetzt viel, viel mehr Stealth-mäßig vorgehen. Weil jetzt bleibt nämlich immer der Spinnensinn an, wenn wir schleichen. Glaube ich. Also ja, sieht so aus. Gut, okay, beim Klettern muss man den kurz reaktivieren. Ist aber nicht so schlimm. Da kämpft einer. Da oben ist ein Bogenschütze. Ja, der... Oh, der kämpft, ist glaube ich sogar schon der Boss dann. So, und dran denken, wir können jetzt zwei nah beieinander stehende Gegner bumsen. Boah, ich muss eigentlich dann nur nah genug rankommen, wenn das so wie bei Assassin's Creed ist, weil da ist das egal dann, wenn die dich sehen. Okay. Da hinten stand aber auch einer. Ne, das scheint hier aber nicht so zu sein. Ich glaube, die dürfen dich wirklich dann gar nicht sehen. Aber dann wird eben so gebumst. Komm ran. Warte mal. Klappt das? Wenn ich jetzt reingehe, kommen die jetzt unter Umständen vielleicht so alle nacheinander einzeln rein und ich kann die attentatieren. Ja, okay, so kann man halt dann immer einen wegsnacken, ne? Was ist, wenn ich jetzt wieder reinkomme? Ah, okay. Oh, das kann man heftig abusen, ey. Oh, also, dich habe ich gar nicht gesehen. Ne? Ja, okay. Aber Hauptsache, die Bogenschützen treffen mich von außen mal perfekt, ey. Boah. Was hat der da oben? Ich glaub schon. Verkackte Helm, ey, ich hasse es. Kommt der andere nicht? Oder ist er noch? Boah, geht der mir auf den Zeiger, ne? Komm mal ran, ey. Schön, dass du runtergesprungen bist. Oh, der Führer. Nein. Geh mal hier runter, schnell oder so. Oder hoch, ist mir egal. Ja, gut. Perfekt. Jetzt mal. Boah, das fällt mir deutlich schwerer, ey. Ausweichen am Point zu kriegen als Parade irgendwie. Okay, und genau dann klappt das natürlich. Ich hab doch nur, was hat der jetzt gesagt? Also gegen den, ey, krieg ich irgendwie keinen. Ach so, er trifft mich einfach. Okay. Ach Junge, hör doch auf dein Schwert anzubrennen, ey. Weil dann kann er nur, also dann macht er nur die dreckigen, schweren Schläge, die ich nicht parieren kann. Oh, du bist es. Und beim letzten trifft er mich halt immer, ne? Note, der war lästig, ey. So, jetzt rennen wir hier nochmal auf schnell durch. Und looten. Sollte mir vielleicht auch mal wieder angewöhnen. So die Brandfässer hier, steht zum Beispiel auch wieder eins zu schießen. Das war doch ziemlich hilfreich eigentlich, soweit ich mich erinnere. Ah, mach ich eh nicht.
So. Hier noch, was gibt das hier oben noch? Was ist das hier? Okay. So, krasse Statue. Man nennt es auch Bambusstamm in Steingeröll. Das ist ein richtiges Kunstwerk bei den Japanesen. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Weil, wie vorhin abgesprochen, ja, wir machen nur, wir zerficken nochmal eben das Lager. Sorry, verzeihen. Und dann können wir Schluss machen. Und ich würde sagen, der Punkt ist erreicht. Wir sehen uns ganz genau hier morgen wieder. Ich schwöre, ich bleib so schnell, ich fasse den Controller nicht mehr an. Ich nehme jetzt gleich auf. Wir sehen uns hier morgen wieder. Und ich wünsche euch alles Gute. Und hoffentlich sehen wir uns morgen. Haut rein.